Herzlich willkommen zu Steffi kocht und backt. Heute geht es um das Grundset von Pampered Chef. Viele Neulinge, die noch nichts von Pampered Chef besitzen, starten wirklich mit diesem Set. Und ich erkläre euch heute, warum das so viel Spaß macht, damit zu starten und was ihr damit alles machen könnt. Dieses vergünstigte Set könnt ihr wirklich für ganz, ganz viele Sachen benutzen und auch kombiniert. Aus dieser Form besteht der erste Teil, das ist die Back- und Auflaufform. Die hat 3,3 Liter Inhalt und stellt wirklich eine tolle Familiengröße dar. In dieser Form könnt ihr zum Beispiel alle Aufläufe zubereiten, alle Gratins. Es geht super Hähnchenschenkel, Frikadellen, Bratwürstchen, alles, was irgendwie euch ausfetten könnte. Ihr könntet auch Fischstäbchen drin zubereiten, also alles, was irgendwie diese Fläche ausfüllen könnte. Zusätzlich gehört zu diesem Set die Pizzaplatte. Das ist der Zauberstein, der gehört mit dazu. Hier habt ihr wirklich eine tolle Flammkuchen- und Pizzaplatte und auf diesem Stein könnt ihr alles belegen, was euch nicht ausfettet und in den Backofen läuft. Das wären unter anderem zum Beispiel auch, könntet ihr hier Fischstäbchen drauflegen, Röstgemüse, einfach jetzt so die Kürbiszeit, ihr könntet schön den Kürbis da drauflegen, Blätterteig ist super, und aber diese Form wird wirklich fast überwiegend wirklich für Pizza und Flammkuchen benutzt und diese beiden Formen könnt ihr völlig separat in eurem Backofen benutzen. Die ist auch wirklich noch toll zum Backen. Ihr könntet Kuchen drin backen und auch Springformrezepte für 28er Springformen passen hier super rein. Das ist wirklich dieses Beginner-Set. Jetzt können wir das Ganze aber auch kombiniert im Backofen benutzen. Das heißt, wir geben hier unten Fleisch und Soße rein. Da ist es völlig egal, ob wir Hackbällchen nehmen, ob wir Hähnchenfleisch nehmen, ob wir Schweinefilet nehmen und bedecken das mit einer Soße. Und während unser Fleisch gart, geben wir unseren Zauberstein mit da drauf und das kann gleichzeitig noch für Kartoffelwürfel, für Pommes genutzt werden und es gart gleichzeitig im Backofen. Wichtig ist, dass die Luftzirkulation hier raus kann, dass ihr hier einen kleinen Zwischenraum lasst, deswegen lege ich ihn längs drauf und nicht quer. Das ist, wenn man auf zwei Ebenen garen möchte, zum Beispiel hier oben wirklich Kartoffeln und unten Fleisch. Wenn ich es aber anders benutzen möchte, das heißt, zum Beispiel ihr bekommt Besuch und möchtet vielleicht Rouladen oder Gulasch machen, dann würdet ihr hier, ich würde sagen, hier passen bestimmt 10 bis 12 Rouladen rein. Fond dazu, die Gewürze dazu, alles rein. Und dann nehmt ihr euren Deckel und dreht ihn um. Und verschließt die Ofenhexe, die Back- und Auflaufform, mit dem Deckel. Und ihr habt ein komplett geschlossenes Backsystem oder Garsystem. Es ist wie ein Schmortopf. Das könnt ihr wirklich mit Gulasch machen, mit Rouladen. Das sind Schmorgerichte. Und Braten würde jetzt nicht so gut gehen, weil ihr halt hier nur diesen schmalen Rand habt. Ein Braten, der ist meistens höher. Aber alles, was ihr schmoren möchtet und es passt wirklich gut in die Form, rein damit, Deckel drauf und ihr habt genau so ein Schmorsystem, wie zum Beispiel der Ofenmeister ist. Und damit ihr das heute mal kennenlernt, dass man auf zwei Ebenen garen kann, machen wir das heute. Ich habe die Texas Hähnchenpfanne ausgesucht. Ihr braucht gar nichts mitschreiben in dem Video. Ich verlinke euch das Rezept ganz bequem zum Download in der Infobox. Also es muss nicht Zettel und Stifte zurechtgelegt werden. Was machen wir? Völlig einfach. Wir nehmen unsere Ofenhexe und rühren erstmal unsere Soße an. Heute gibt es eine Soße, die Barbecue-lastig ist. Das heißt, sie hat ein bisschen Raucharoma. Und ihr könnt auch wirklich eure Sachen völlig variieren. Wir nehmen heute eine Dose Baked Beans, rein damit. Dann ungefähr, ich war glaube ich so 60 bis 70 Gramm Tomatenmark, ein bisschen verrühren.
Dann kommen circa 7 Esslöffel Barbecue-Soße. Und da ist euer Geschmack so ein bisschen gefragt. Möchtet ihr es sehr rauchig, dann nehmt ihr einfach wirklich eine mit starkem Rauchgeschmack. Oder es gibt auch so mit honiglastige Barbecue-Soßen. Das ist so wirklich eurem Geschmack überlassen, ob ihr auch vielleicht so eine Chili-Barbecue-Soße nehmen möchtet. Da könnt ihr wirklich alles machen. Es kommt eine geschnittene Zwiebel hinzu. Ein bisschen Gemüsebrühe und unsere Paprika. Eine gelbe, eine grüne, eine rote. Und das Ganze wird wirklich gut verrührt. So, die auch noch. Wenn ihr jetzt sagt, ich habe noch eine Dose Mais oder so da, das passt auch wunderbar in die Texas Hähnchenpfanne. Könntet ihr auch noch mit reingeben. So, und diese Soße kommt jetzt komplett in unsere Ofenhexe. Ich verteile das ganz gut. Mal gerade hier hin. So, so sieht das aus. Jetzt legen wir einfach unser Hähnchenfleisch oben auf die, Soße. Da braucht ihr ungefähr 800 Gramm, aber das macht auch nichts, wenn ihr ein bisschen mehr oder weniger habt. So, das ist einfach Hähnchenfilet. Das habe ich mit etwas Brathähnchengewürz gewürzt. Wenn ihr da jetzt so ein Barbecue-Gewürz habt, ist das noch besser. Dann habt ihr noch mehr Raucharoma. So. Ich drücke das ein bisschen in die Soße. Genau, so. Ihr seht, das wird ganz schön viel. Hier habe ich ein bisschen ein großes Stück. So. Und jetzt geben wir noch etwas geriebenen Käse über das Fleisch. Die Microplane habe ich in einem anderen Video schon erklärt. Es gibt wirklich nichts Besseres auf dem Markt als Microplane reiben. Und wir können sie uns wirklich hier entriegeln im Gelenk, stellen sie uns hin und unseren Käse streicheln wir über die Microplane. Und das geht wirklich durch wie Butter. Geriebener Käse ist immer besser, er ist frischer, er schmeckt besser. Und ihr wisst wirklich, dass da gar keine Zusätze drin sind. Und wenn man Käse am Stück kauft, ist er auch immer günstiger. Seht ihr das, wie schnell das geht? So. Und den Käse geben wir jetzt über unser Hähnchenfleisch. So. Da ist auch wirklich eurem Geschmack wieder keine Grenze gesetzt. Der eine mag es lieber ein bisschen käselastiger, der andere nicht. Und das könnt ihr wirklich so machen, wie ihr möchtet. So. Jetzt hole ich gerade noch die Kartoffeln, die wir da oben drauf machen. Es gibt nämlich eine Hähnchen-Texas-Pfanne mit Kartoffelwürfel. Die hole ich gerade. Wir sehen uns gleich wieder und dann geben wir noch die Kartoffeln auf den Stein. Bis gleich! So, jetzt habe ich meine Kartoffeln geholt und die geben wir jetzt einfach auf den Stein. Jetzt ist es so, jetzt muss man ja so ein bisschen die Garzeit dem Fleisch anpassen. Hähnchen braucht nicht ganz so lange. Diese Texas-Pfanne geht ungefähr 40 Minuten in den Backofen. Und so passe ich dann meine Kartoffelgröße einfach der Backzeit an. Das heißt, wenn ich jetzt einfach so große Kartoffelschnitze drauf machen würde, könnte das knapp werden mit der Zeit. Ich habe sie jetzt einfach in etwas kleinere Würfel geschnitten, dass ich halt wirklich sicher bin, dass es auch in der Zeit gar wird. Und die geben wir jetzt einfach drauf. Ich muss mal gucken, wie viel drauf passen. Und die gebt ihr komplett einfach auf den Stein.
bin immer jemand, ich überlade meine Steine gerne, damit ich möglichst viel Beilagen habe, egal ob es Gemüse ist oder Kartoffeln. Aber es sollte schon wirklich gut verteilt sein. Aber ihr seht, das passt alles drauf. So, machen wir das auch so. Perfekt. Jetzt ist es wirklich Geschmackssache, ob ihr eure Kartoffeln wirklich jetzt würzt oder erst später. Ich gebe es später drauf, das Gewürz, das Pommesgewürz. Und das geht jetzt wirklich so zusammen in unseren Backofen. Und dann sehen wir uns in ungefähr 40 Minuten wieder. Bis gleich. So, unsere Texas-Hähnchenpfanne mit Kartoffelspalten war jetzt ungefähr 40 Minuten im Backofen. Und jetzt gucken wir mal, wie es geworden ist. Das sind unsere Kartoffelspalten. Und hier ist die Texas-Hähnchenpfanne. Das kann ich euch jetzt, glaube ich, gar nicht so hochhalten, weil das ein bisschen flüssig ist. Aber hier, glaube ich, geht es ganz gut. Ihr habt wirklich sehr knusprige Kartoffeln. Ihr könnt es einfach ein bisschen noch mit Pommesgewürz würzen, wenn ihr möchtet. Und ich mag immer noch ganz gerne Chiliflocken mit auf die Hähnchenpfanne geben. Frische Petersilie ist auch immer noch toll. Und hier habt ihr wirklich ein super klasse Familienrezept. Das schmeckt wirklich jedem. Und ihr habt alles zusammen im Backofen gegart. Also das nennt sich All-in-One-Gericht. Und ihr habt mal eine Idee, was könnt ihr mit diesem Grundset noch zusätzlich machen. Klar, die Form könnt ihr ganz normal alleine im Backofen benutzen. Und den Zauberstein, die Pizzaplatte auch. Aber zusammen macht es ja auch sehr viel Spaß. Und ich hoffe, ich konnte euch ein paar Inspirationen geben, ein bisschen Ideen. Wichtig ist, dass ihr hier unten immer Fleisch und Soße habt und hier oben Kartoffeln, Kroketten oder irgendwas, was ihr als Beilage dazu benutzen möchtet oder essen möchtet. Und ihr solltet immer die Kartoffelgröße der Garzeit etwas anpassen. Das war es eigentlich schon. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen und bis hoffentlich ganz bald. Tschüss, vielen Dank und auf Wiedersehen.